Baby, lay on back and relax. Pick your pretty feet up on my desk. No need to go nowhere fast. Let's enjoy right here where we at. Who knows where this road is supposed to lead? We got nothing but time. As long as you're right here next to me, everything's gonna be alright. If it's meant to be, it'll be. Just let it be. If it's meant to be, it'll be, it'll be. Alles sehr sauber. Just let it be. So won't you ride with me, ride with me. Baby, if it's meant to be, maybe we do, maybe we don't. Maybe we will, maybe we won't. But if it's meant to be, it'll be. Baby, just let it be. If it's meant to be. Wer bist du denn? Ich bin Lara, ich bin 14 Jahre alt. Lara. Hallo! 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 Und wo kommst du denn her? Ich komme aus Heinsberg. Das ist in der Nähe von Köln, Aachen. So. Okay. So. Verrückt, eine wahnsinnig interessante Stimme. Man hat es dir angehört, dass du gelächelt hast während des ganzen Songs. Ich hätte total Lust, mit dir die nächsten Wochen genau den Spaß zu haben, ein bisschen noch dran zu arbeiten, ne? Dass wir noch ein bisschen safer werden, noch ein bisschen gerader stehen, ne? Damit wir das alles noch weglächeln können, was vielleicht noch ein bisschen wackelt. Und finde ich voll cool, dass du hierher gekommen bist. Du gehörst extrem hierher zu den Voice Kids. Schön, dass du da bist. Also ich fand auch, das war ganz, 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 ganz toll. Du hast so eine schöne und warme Stimme. Du hast mich sofort abgeholt mit deiner Stimme. Du hast es super, super schön gesungen. Ich bin ganz happy und bin total glücklich über deinen tollen, tollen Auftritt. Vielen Dank, dass du hier bist bei The Voice Kids. Dankeschön. Erzähl mir mal ganz, ganz kurz was über dich. Was machst du sonst so den lieben langen Tag, wenn du nicht gerade singst? Ich tanze. Du tanzt, was tanzt du denn gerne? Ich tanze zur Karnevalszeit Garde- und Showtanz. Also. Nicht wirklich! Kölner Karneval oder was? Ja. Woo. Also ich habe ja, fünf Karneval Jahre in Köln gelebt und ich war auch mal Funke-Mariechen. Ja. Das heißt, ich kann auch zum Beispiel, wir können auch was zusammen tanzen. Das ist super. Jetzt weiß ich wieder, was mich genervt hat, neben dir zu sitzen. Man kommt gar nicht zu Wort quasi, ne? Darf ich kurz in euren Girl Talk, dass ich mich kurz auch einmischen darf? Wenn's sein muss. Ja, klar. Beim Kölner Karneval bin ich als Erdbeere gegangen. Ich weiß nicht, ob das was von. Ob das jetzt vielleicht ein Argument ist. Ich würde das auch gerne sehen demnächst. Ja, Erdbeere war jetzt nicht das Kreativste. Naja, besser als Cowboy. Der war Hammer. Ja, ich war, falls ihr es nicht bemerkt, ich habe immer noch nichts gesagt. Forster, ja. Dann mach einfach. Los, Marc. Ja. Hallo. Hallo. Ich habe mich auch umgedreht. Ich fand es wirklich einen tollen Auftritt. Du hast sehr gut gesungen. Ich habe sofort gespürt, dass man bei dir nicht nur bei Gesang bleiben könnte, man könnte auch ein bisschen Richtung Tanz gehen oder so. Sehr klar. Hast du direkt gesehen, ne? Ja, ich habe das gespürt irgendwie. Und ich habe gedacht, so, wir haben scheinbar viele Gemeinsamkeiten. Wir haben viele Themen, die wir gemeinsam besprechen. Es hört sich an, als würde nicht mehr ganz so viel kommen von deiner Seite aus jetzt. Deswegen übernehme ich hier an dieser Stelle. Ich fand es toll, was du gemacht hast. Dankeschön. Ey, wir fanden es übrigens auch toll.
Ne, um dass wir hier mal ein bisschen eine neutrale Stimmung reinbringen. Ne? Ich meine, ich finde es toll, dass ihr euch so streitet um Talent und dass es wirklich verdient. Du kannst dir jetzt natürlich aussuchen, welche Richtung für dich die nächsten Wochen das Richtige wäre. Ich weiß ganz genau, mein Vater würde zu euch gehen, wenn ihr Guter euch umgedreht typ. Hättet. Guter Typ. Dem sagen wir gleich mal Hallo, dem Daddy. Ja, also erstmal, ich bin sehr froh, dass ihr drei euch umgedreht habt. Und ich fühle mich geehrt, dass ich vor euch allen singen durfte. Oh. Und dass ich euch begeistert habe. ich habe mir natürlich auch vorher meine Gedanken gemacht, so wie ich gehe. Auch wenn es mir sehr leid tut. Ich gehe zu Lena. Ja!